Es ist ein letztes Fleckchen Widerstand in einer verwüsteten Stadt, die Metallfabrik von Azovstal in Mariupol im russischen Bombenhagel. Die russischen Truppen haben inzwischen das gesamte Land nördlich der Stadt eingenommen, sowie alle Stadtteile bis auf das knapp 11 Quadratkilometer große Gelände des Stahlwerks. Hier sollen sich die letzten der auf knapp 2500 Kämpfer geschrumpften Verteidiger der Hafenstadt verschanzt haben, doch sie sind nicht allein. Die russischen Besatzungstruppen greifen uns unablässig von allen Seiten mit Raketen und bunkerbrechenden Bomben an und das, obwohl sie wissen, dass sich hier auch noch viele Zivilisten aufhalten. Angeblich sind es rund 1000 Einwohner, die in den Kellerräumen der Fabrik Schutz gesucht haben, darunter viele Frauen und Kinder, wie diese Aufnahmen des Azov-Regiments zeigen sollen. Die Umstände würden mit jeder Stunde dramatischer. Ich bin seit einem Monat mit meiner Mutter hier. Jetzt haben wir kaum noch was zu essen oder zu trinken. Ich versuche während der Bombenangriffe ruhig zu bleiben, aber die Wände wackeln immer heftiger. Wir brauchen dringend einen humanitären Korridor, um hier sicher herauszukommen. Den wollen die Russen angeblich erst gewähren, wenn sich alle ukrainischen Kämpfer ergeben haben. Die Verteidiger mit ihren hellen Uniformen aber wollen nicht kapitulieren, versuchen immer wieder mit einer Art Nadelstichtaktik die dunkelgrün gekleideten russischen Angreifer abzuwehren, in diesem Fall mit dem Einsatz von Handgranaten. Noch geht der Widerstand weiter, doch die russischen Angriffe werden aggressiver und massiver, vor allem aus der Luft. Der endgültige Fall Mariupols scheint wohl doch nur noch eine Frage von Stunden.